jetzt hier seit 2 Wochen oder was. Keine Sonne mehr gesehen, seit 2 Wochen bestimmt. Und ja, schreibt auch so ein bisschen das schroffe, raue Leben hier. Also, ja. Wir haben jetzt einfach seit 2 Tagen kein Gas, irgendwie funktioniert es nicht. Es ist arschkalt in der Wohnung, haben kein warmes Wasser. So im November bei 5 Grad Außentemperatur, nachts 1 Grad. Nicht so nice. Und ja. So Chaos halt einfach Alltag. Du kannst ja mit nichts planen, immer drunter drüber und das macht es halt einfach sau anstrengend hier zu sein. Also so einen richtigen Alltag oder so stellt sich ein. Oder man muss halt irgendwie akzeptieren, dass alles chaotisch ist und man nichts planen kann. Also sehr, sehr kompliziert und echt anstrengend manchmal das Leben hier. Und echt rau. So. Es ist Freitag. 2015. Hello, we go to Hawaii. Habibi, come to Dubai. Here is our airplane. Sure. Habibi, come to Dubai. Maybe this, yeah. Let's try again. Ja, es ist Freitag, 2015. Morgen spielen wir in Bukarest. Aber das ist nicht Bukarest, das ist Bahnhof Tej. Und ja, wir fahren die ganze Nacht mit dem Nachtzug und morgen müssen wir spielen. Haben morgen früh kein Training in Bukarest. Ja, ich weiß auch nicht, wo wir sind dann zwischen Ankunft und bis zum Spiel. Wird auf jeden Fall eine spannende Erfahrung. Mal gucken, wie man das so wegsteckt, so eine Nacht im Nachtzug, so direkt vorm Spiel. Gab auf jeden Fall schon bessere Spielvorbereitungen. Also hier fühlt man sich schon sehr nach Ostblock. Der Bahnhof ist auf jeden Fall 1A. Richtiges Highlight hier. Aber ganz wichtig, EU-Flagge. Barrierefreiheit läuft hier, Alter. Halber Klettersteig hier rein in der Film. Ach, herrlich hier. Ich hab's vermisst. Ein bisschen habe ich schon vermisst hier. Der Night Train war. So, es ist 23 Uhr, knapp hier. Zug steht gerade. Ja, ganz lang machen geht leider nicht. Ich hoffe, man sieht's. Und jetzt werde ich gleich mal die Augen zugemacht, weil morgen heißt ja zocken. Und ja, hier. Grüße aus dem Hogwarts Express. So, 6.30 Uhr. Wir sind angekommen in Bukarest. War eigentlich eine erstaunlich gute Nacht. Ich habe eigentlich ziemlich viel durchgepennt. Ja, normalerweise liege ich noch im Hotelzimmer vor so einem Spiel. Penne locker bis 8 oder 9. Und ja, mal gucken. Gibt es irgendwie gleich Frühstück 7.30 Uhr? Wo weiß ich noch nicht. Und was wir jetzt zum Spiel machen, weiß ich auch nicht. Es bleibt spannend. Hey Boys, where are we going? I don't know, man, but it's cool. I don't know. It's better than this place. Yeah. Okay. We are ready for a surprise. Hotel des Südern, Träumchen hier. Hat auf jeden Fall seine besten Tage schon in der. So, auch ganz komisches Gefühl. Wir waren jetzt hier von 7 bis 14 Uhr im Hotel für ein Mittagsschläfchen und Mittagessen. Und ja, jetzt brechen wir auf zum Spiel. Und dann fahren wir heute Abend mit dem Nachtzug wieder zurück. Also wir waren im Endeffekt keine 20 Stunden hier in der Stadt. Nicht mal. Sind wir hier 12 Stunden? Weird. So, hier Dynamo Sporttag. Sportball. Und hier zockt Dynamo. Amazing Stadium, boys. A lot of history. You can feel it. So, 14:30 Uhr, wir sind in der Kabine. Und 16 Uhr startet das Match. Und hier wird heute gezockt hier.
sieht eigentlich ganz geil aus. Schön hoch. Da lässt sich bestimmt geil zocken. Dynamo auf jeden Fall ein richtig starkes Team in der Liga. Ich glaube, da gibt es eine gute Packung heute. Schauen wir mal, ob wir vielleicht ein bisschen überraschen können. So. 3-0 verloren. Ist jetzt knapp 6. Und jetzt geht es wieder zum Bahnhof und wieder im Nachtzug zurück. Ich glaube, morgen bin ich erstmal richtig im Arsch nach 2 Nächten im Nachtzug. Da brauchst du erstmal 3 Tage wieder, um klar zu kommen. Ey. So, jetzt hier 2,5 Stunden am Bahnhof gechillt. Träumchen nach so einem Spiel. Und jetzt geht's in den Nachtzug. Ich glaube, es ist morgen irgendwann um 7 wieder da in DFL. Was ein Trip für ein Spiel. Ja, richtig Bock. Boah, leck mich am Arsch, ey. Sonntag 7 Uhr. Jetzt sind wir wieder angekommen. Ich will jetzt einfach nur noch in mein Bett. Wieder ein richtiges Bett, ey. Schnauze voll vom Hogwarts Express hier. Boah, leck mich am Arsch. So. Heute Sonntag. Gestern hatten wir Derby gegen Bayer Made. Haben wir 2-3 verloren. Ist ein bisschen strange hier, weil irgendwie hat der Präsident hier irgendwas Persönliches mit der Präsident und so. Und ja, wenn wir da verlieren, da weißt du mal nicht so, wann das nächste Gehalt kommt, haben die Jungs mir erklärt. Irgendwie, ja. Bisschen schwer vorstellbar, so als Deutscher, wie man das so rechtlich handhaben will oder da so seriös sein möchte mit solchen Aussagen. Ja, finde ich ein bisschen kurios. So, mal wieder Auswärtsspielzeit hier. Wir sind unterwegs, jetzt gleich 2, also haben schon fast die 6 Stunden voll, aber kommen noch mindestens 4 Stunden. Und jetzt geht's ja drin ins Gebirge. Das wird wild. Wilder wird schon wieder. Rudi, was ist das denn für eine Straße hier, Alter? Blumit, no? Das kann doch nicht die schnellste Straße sein. Hier ist nur noch Schlamm, ey. Was denn? Was denn? 12 seconds later. Der Fahrer natürlich auch noch so ruhig und ausgeglichen. Das ist ein Träumchen. Ey, wenn du hier den ganzen Tag im Bus sitzt, ne, es ist 18 Uhr oder so, aber dein Akku immer noch 100% ist, da weißt du auch, wie die Straße ist. Scheiße. Bruder, ey, 11 Stunden später, wir sind da und immer ein gutes Zeichen ist, wenn du losfährst, ist dunkel und wenn du ankommst, ist wieder dunkel. Immer ein geiles Gefühl, ey. Den ganzen Tag im Bus gesessen, gefühlt keine Sonne gesehen. Träumchen. Wie viele Farben willst du in die Halle reinpacken? Maximale Anzahl erreicht, Alter. Das ist richtig anstrengend für die Augen hier drin. Und ganz weirde Lichter auch an der Decke. So, rumänischer Weihnachtsmarkt. Maximal viel Licht. Und geile Gangster-Rapper da auf der Bühne. Wir machen hier Rast mitten in der Nacht. Und es ist richtig creepy. Also, keine Ahnung, wo wir sind. Ach, wir sind so mitten in der Pampa. Hier ist irgendeine verlassene Tankstelle. Wir stehen auf dem Seitenstreifen. Alle pink und schön hier irgendwo. An die Büsche, Alter. Hier sagt sich wirklich Fuchs und Hase. Gute Nacht, ey. Ciao. Krank.